Guten Morgen, ich habe heute das falsche Make-up aufgelegt. Rot. Nee, jetzt nicht mehr. Wir haben die Kinder gerade weggebracht. Stehen hier noch in der Autoschlange. Es ist am Richten ohne Ende. Eigentlich ein Wetter für weiterschlafen, ne? Für im Bett liegen. Ja, wir wollen jetzt den Lidl stürmen. Heißt das den Lidl stürmen? Wir wollen zu Lidl. Dat Lidl. Genau, wir sagen hier dat. Wenn man nicht wisse, wie dat. Dat, wat und so weiter. Udo ist mit dabei. Guck mal. Guck mal, freundlich. Der ist doof. Ja, wie gesagt, wir wollen jetzt zu Lidl leben, dann frühstücken und dann keine Ahnung. Der Haushalt ganz normal, wie immer. Und dann lassen wir uns überraschen, was der Tag noch so bringt. So, der Udo zeigt euch jetzt, wie toll seine neuen, ja, dann zeig ich mal, Gewürzmühlen sind. Mach, er ist sogar mit Licht. Und er hat gerade, er hat gerade den Pfeffer probiert und dann sagt er, boah, ist der scharf, ich habe mich weggeschmissen. Ja, dann lasset ihr mal schmecken. Ich möchte die doch einmal austesten. Und dann nehme ich euch einfach mal mit. Ich mache extra nur eine Seite, um zu gucken, aber hell war schon richtig. Oh. Da, 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 da. Ja, warum? Da hängt doch eine Tür. Da unsere Hühner zu faul sind zum Kacken. Wie viele Eier? Denn da oben ist das doch keine Eier. Jetzt ist da sind ja Eier drin. Und in den da drunter auch. Ja, noch kaufen wir. Das ist wieder typisch, Udo. Ja, noch legen die keine. Die sind jung, das ist jetzt Herbst, Winter, da legen die sowieso nicht. Das kommt alles. Der ist der Knaller. Der sagt ja immer, warum kaufen wir ein Eier? Wir haben doch Hühner. Ja, ich so, wenn sie noch nichts legen. Ja, also ich weiß, dass Tagescreme drauf ist. Ich finde die gut. Also ich glaube, ein Touch dunkler, das wäre wieder dann so ganz extrem. Stellen wir die mal weg. Aber ich finde trotzdem, die sieht edel aus. Man sieht es jetzt nicht, wer weiß wie. Aber so ein bisschen. Was steht drauf? Lichtschutzfaktor 15 deckt ab. Makelloser Teint. Glättet das Hautbild. Mindert Fältchen. 24 Stunden Feuchtigkeit. Ja, jetzt seid doch mal ehrlich. Also hier die Falten und da sind sie doch weg, oder? Ja, das ist okay. Also für 1,99 Euro, da kann man nicht wirklich viel falsch machen. So laufe ich jetzt rum. Das Schlimme ist, ich würde das wahrscheinlich eh vergessen. Aber ich glaube, so fällt das auch gar nicht auf. Mein Gott, meine Haare dadurch, dass ich schon dreimal nass geworden bin, sehe ich aus wie 5 Jahre gar nichts gemacht. So, jetzt werde ich noch ja, weiter aufräumen. Ich bin jetzt gerade in dem Badezimmer, weil mein Mann telefoniert. Ich habe hier noch was. Adventskalender für meine Kinder. Jumpies, das lieben die ja. 99 Cent im Angebot. Habe ich aber letzte Woche irgendwann geholt. Die sind auch super lecker. Also die kann ich jedem empfehlen. Erst schmecken die nach Cola und dann nach Kirsche oder umgekehrt. Erst nach Kirsche und dann nach Cola. Die schmecken wirklich sehr, sehr lecker. Und wie ihr seht, Ü-Eier. Ja, das kommt auch noch in den Adventskalender. Udo packt jetzt gerade mein Nikolausgeschenk ein. Er testet seinen komischen Vakuumierer. Mal gucken, ob es funktioniert. Guckt euch das mal an. Oh, jetzt schreit er. Und jetzt? Was passiert jetzt? Geschenk eingepackt. Ist eine. Da. Tschüss.
Solo, wenn meine Nikolaus gezählt werden, fucken. Ja, wunderbar. Dankeschön, mein Schatz. Jetzt hat das Spielkind Spaß gefunden. Jetzt muss ich alles wegtun, sonst. Jetzt hat er einen Kuli. Jetzt packt er einen Kuli ein. Zack, fertig. Und die, ich muss wirklich sagen, die Sachen, die sind da saufest drin. Ja, eingeschweißt. Also genial, muss ich sagen. Ja, richtig. Richtig fest. Cool. Ja, da hat er sich ein Spielzeug geholt. Jetzt wird wahrscheinlich die ganze Truhe auseinandergenommen. Jedes Chicken Nuggets eingeschweißt. Da bin ich wieder. Ich habe so einen richtigen Tiefpunkt, Leute. Ich müsste so viel machen. Wir haben 15 Uhr. Draußen ist es schon fast stockdunkel. Also übertrieben ist, aber es wird schon dunkel. Ey, wir haben 3 Uhr. Hallo? Und da soll man nicht müde werden. Ich müsste so viel machen. Ich muss noch 4 Sorten Kekse backen. Ich meine, ich habe ja keinen Zeitdruck mehr, aber trotzdem. Nächste Woche die Torte noch machen und... Ja, jetzt gerade habe ich auf jeden Fall einen Tiefpunkt. Ich habe keine Lust. Ich muss die Spülmaschine noch einräumen. Die ganzen Backzutaten muss ich noch wegräumen. Aber ich habe euch ja gerade diese Kekse gezeigt. Die schmecken nur gut. Also die Kinder stürzen sich drauf. Ich finde sie okay. Die sind jetzt übrigens mit Vollmilchschokolade. Die gibt es aber auch mit Zartbitter. Die haben, sind dann, die Packung ist da nicht rosa, sondern ich glaube gelb oder so. Ja. Aber die sind okay. Für 99 Cent ist das okay. Ja. Ja, wie gesagt, ich muss die Stiefel noch anmalen. Ich denke mal, das werde ich jetzt gleich anfangen. Weil ich brauche die Bleche, ja. Oh, immer was Neues. Aber ich werde, bevor ich die Stiefel anmale, wohl erstmal die Spülmaschine machen. Und den Rest wegräumen. Und da muss ich nochmal gucken, wann ich was wo mache. Nächste Woche, ne, diese Woche ist ja diese Woche schon. Ja, heute ist nichts, morgen ist nichts. Mittwoch ist auch nichts. Donnerstag habe ich einen Termin. Jetzt muss ich gerade gucken. Freitag muss ich die Torte machen, genau. Und Samstag ist der Geburtstag. Ja, also will ich gucken, dass ich die Kekse auch noch irgendwann mache. Ja, irgendwann und irgendwie werde ich das schon auf jeden Fall hinkriegen. Ja, das ist nur am Regen heute. Und mein Kind geht morgen mit dem Kindergarten in den Wald. Da habe ich ja schon Bock drauf. Keine Ahnung, was mein Handy macht, aber es war weg. Auf jeden Fall gehen die in den Wald und da muss ich erst mal gucken, was die dann so anzieht, weil die war vor 2 Wochen schon, da hat es aber nicht geregnet. Da sahen die ja schon aus wie Schwein. Und wenn das heute den ganzen Tag durchregnet, dann will ich nicht wissen, wie die morgen aussieht. Dann kriegt die da Matschzeug an. Ich habe schon zum Udo gesagt, wir können die auch hier einschweißen. Wir haben ja genug Rollen heute mal geholt. Das wäre doch, oder? Einfach nur abkärchern. Ja, und dann hat der Kindergarten einen Adventskranz. Ja, doch, einen Adventskranz. Also so ein Rohling bestellt. Und jetzt haben die keinen, der den abholt morgen. Weil da sind auch Leute krank und anders eingeteilt alles. Ja, jetzt wurde mein Mann gefragt, ob er so nett wäre, morgen auf dem Markt den Kranz abholt. Da haben wir das Geld für gekriegt. Und dann holen wir den am Morgen ab. Da haben sie sich gefreut. Ja. Und Kinder sollen das ja auch schön haben. Wobei ich wirklich mal sagen muss, also die schmücken wirklich schön. Dann haben die über dem Frühstückstisch dann einen Adventskranz hängen. Wo obendrauf logischerweise die Kerzen sind. Und in der Mitte lassen die dann so Kugeln, was die Kinder oder irgendwas Gebasteltes runterhängen. Sieht richtig schön aus. Ja, am 4. hat meine Tochter Nikolausfeier. Da dürfen also keine Geschwisterkinder mit, weil der Kindergarten, der ist einfach ein ganz kleiner, da ist kein Platz. Das ist so, das war damals schon und das hat sich auch nicht geändert. Ja, da habe ich die Emma gefragt, wer soll denn mitgehen, Papa oder Mama? Ja, da war ich abgeschrieben, ne? Machen Lenny und ich dann uns einen schönen Abend. Ist auch nicht schlimm, ist auch mal angenehm. Ja, dann gehen die beiden dann zum Kindergarten. Ich hoffe es.
Ich hoffe es, weil meine Kinder, die haben immer, überhaupt Emma, die haben immer eine Nase dafür, wenn irgendwelche Veranstaltungen sind, seit Nikolausfeier oder Geburtstag oder sonstiges, da sind die immer krank, da haben die eine Nase für. Deswegen hoffe ich, dass es so weit kommt. Das war letztes Jahr, genau, letztes Jahr ihre erste Nikolausfeier, da war sie schon nicht bei gewesen, weil sie krank war. Ja, ich bin mal gespannt, bin mal gespannt. Und da die jetzt auch schon wieder so schnupfrig wird, ja, wir warten ab, ne? Was willst du auch anderes machen? Und wenn es so ist, dann ist es so. Kannst du auch nichts machen. Bitte was? Das nervt dich? Okay. Ach nee. Aber wie gesagt, es ist nur am Regnen. Tja. So, jetzt werde ich mal anfangen, sonst kriege ich gar nichts mehr geschafft. Jetzt versuche ich mein Glück. Ich habe hier den Stiefel, hier Acrylfarbe und mal gucken, ob das so wird, wie ich mir das vorstelle. Dann werde ich die Stiefel rot machen. Und obenrum weiß. Ich werde dann einfach gerade machen. Genau. Also zu bemalen ist das ganz, ganz easy. Ich hoffe, der trocknet auch so ganz easy. Wird dann nämlich so ein ja, nicht mitbringsel, wie sagt man, Geschenk des Hauses. Letztes Jahr habe ich Rumkugeln selbst gemacht und dieses Jahr brauche ich so Stiefel. So sieht das jetzt aus. An der Seite auch. Zack, zack. Dann werde ich den wieder drauflegen, den Stiefel. Und den nächsten nehmen. Und dann werde ich hinterher gucken, ob ich die dann nochmal bestreichen muss oder nicht. Ich werde auf jeden Fall das Rot trocknen lassen. Nicht so am Tisch wackeln immer, ne? Warum denn Farbe? Ja, warum denn nicht? Das soll doch aussehen wie ein Weihnachtsstiefel. Aber ich will mitmachen. Ja, du machst gleich auch. Sind da noch Stiefel? Ja, wir haben noch genug. Wie gesagt, ich gucke nach dem Trocknen, ob ich den eventuell noch einmal überstreichen muss. Lässt du bitte die Kamera, du musst da nicht dran rumfummeln. Lass es bitte sein. Tu bitte die Hände weg, Emma. Bitte. Die muss jetzt stehen. Ich gucke, wenn der Akku leer ist. Ja, guck, wenn der Akku leer ist. Aber wackel jetzt nicht so am Tisch, dass es einen schwindelig wird. Ich habe geträumt, dass hier wir Farben drauf machen und alles zu. Das hast du geträumt? Ja, dass der Gummistiefel hier Du bist auch ein Gummistiefel. Das ist doch ein Weihnachtsstiefel. Weihnachtsstiefel, das ist alles farbig. Aha. Dann können wir nicht machen. Ja. So, jetzt werde ich die restlichen auch so machen. Und zeige ich jetzt aus. Die haben den ersten Anstrich hinter sich. Und wenn die trocken sind, gucke ich mir an, ob die noch einen Anstrich brauchen oder ob ich da mit dem Weißen anfangen kann.